zwar eine Webseite, eine Fanpage eigentlich von Facebook. Und jedem Bundesland hat eine. Also Minas ist so, Rio de Janeiro ist so, São Paulo ist so. Und dann gibt es natürlich Amazonas ist so. Guaraná ist eigentlich für mich persönlich mein Lieblingsgetränk. Nun, Baré ist unsere bekannteste Guaraná in Amazonas. Es gibt die Guaraná-Partschwein in ganz Brasilien, aber Baré ist ein bisschen süßer. Was heißt Coisa? Coisa, ein Ding. Warum Cola aus Nordamerika ist? Nicht über Wein. Nein, weil Cola ein Ding aus Nordamerika ist, ein Getränk aus Nordamerika. Deswegen gibt es in Südamerika, in Brasilien das Guaraná. Ach so. Das ist alles so ironisch und ein bisschen witzig gemacht. Und eigentlich die USA-Amerikaner können sich halt mit den Südamerikanern hier nicht verstehen. So, das Prinzip das halt. Das ist noch süßer als Coca-Cola. Ein bisschen süß, aber mit Guaraná dabei. Guaraná ist eine Früchte aus Amazonas. Ich zeige. Leider kann ich zeugen. Das ist kaputt, ne? Guaraná hat doch so eine Wirkung wie Koffein, ne? Das kann man ja auch als Pulver kaufen. Genau. Ja. Ja. Und gerade weil die Brasilien brauchen die Leute auch. Ja. Und für den Ausverkauf. Ja, zufällig da gewesen. Ich muss bringen, weil er nach. Haben wir nicht, der Karneval. Das ist dann. Ja. Aber wenn es mal benötigt wird hier im Hause, kann man es immer kaufen. Ja. Wir haben es hier im Internetshop. Ja. Ja, okay. Ja, cool. Oh, wow. Ich übersetze das mal. Mit kleinen Fischen schwimmen ist was für Weicheier. Ja, das da mit der Anaconda. Ja. Ich möchte nur ganz kurz, bevor der Anaconda kommt. Guten Tag. Und dann irgendwie ein kleiner regionaler Kaffee. Ja. Aber was davor? Das ist unsere Kaffee trinken, kann man so sagen. Ja. Und erzählen, was es da ist. Obwohl sehr warm in Brasilien ist. Immer noch was Besonderes. Trinken wir doch Kaffee. Und dabei gibt es X-Caboquinho. X-Caboquinho ist Brotchen. Tucumã. Tucumã ist eine Mini-Kokosnuss. Käse, entweder Ziegerkäse, aber das heißt, das ist ein Käse ähnlich Ziegerkäse. Was man weiß. Und Tapioca. Tapioca, wir haben eine Wurzel, Maniok, ne? Das wir reiben. Danach hier machen wir mit Wasser. Dann diese Wasser trennt sich von Giftigkeit. Mhm. Und dann machen wir dann in eine Siebe das Wasser weg und dann in einen Stoff, damit es sehr trocken wird und dann bekommen wir eine Mehl. Oder Stauch, ne? Mehl. Und dann mit diesem Mehl machen wir in eine Pfanne, heiß, und dann machen wir dieses Mehl. Dieses Mehl wird fest. Wie eine in der Pfanne ist dann Pfannkuch. Öl. Nein, kein Öl, nichts. Das nur hat das Mehl hat selber Fett irgendwie. Ja. Mhm. Oder wird ein bisschen elastisch. Mhm. Ja, wie ein bisschen so Käse. Ja, genau. Und dann wird ein Pfannkuchen, dann machen wir da ein bisschen Butter oder füllen wir mit Hefe Wasser. Mit Tucumã, mit anderen Früchten auch. Und okay, essen wir das jeden Tag. Kennt ihr dann die Brötchen bei euch oben auf die Schoske von dem Mehl? Ja. Kennt ihr auch? Ja. Hat meine Oma sehr, sehr viel gemacht. Ja. Okay. Schoske ist ein Kuchen, ne? Ja, ja, das ist ein ja, richtig. Ja. Ja. Aber aus Maniokmehl, ne? Ja. Mhm. Und was heißt das jetzt da drunter? Bonjour, steht da, ne? Mhm. Also, ja, morgen, wie wäre es, wie eine kleine Packung? Ja, guten Morgen. Etwa so.
Wie wäre es mit einem kleinen Kaffee? Ja. So. Nachmittag essen wir. Also anbieten. Ein Anbieten. Es ist ja eben diese. Im Internet diese Werbeserie über den Amazonas und oft dann eben so ein bisschen witzig wie das da. Mit kleinen Fischen kann jeder schwimmen, im Amazonas macht man das halt so. Wenn man weiß, wie man die Schlangen anfasst. Ja. Ja. Unterm Kopf. Das ist aber eine Anaconda, oder? Ja, die heißt Anaconda. Aber eigentlich heißt es Sucuri, weil Anaconda ist von dieser Legende. Diese Legende erzählt, dass es gibt eine riesige Schlange, die ungefähr mehr als 30 Meter ist und ist von alle böse Leute. Oh. Aber sie kann bis 6 Meter groß sein, ja. Ungefähr 30 Jahre alt lebt und ungefähr 80 bis 100 Kilo. Sehr schwer. Der Grund besteht mit kleinen Fischen, wer mit kleinen Fischen schwimmt, ist das für Weicheier. Für Weicheier. Ja, sie ist nicht giftig, aber sie drückt sehr. Stachel. Würgeschlange. Ja, der ganze Körper, der Druck. Beim Dschungelbuch ist das dann auch so eine. Ja. Mhm. Die macht sich so kleine Knochen und kaputt und weiß gar nicht, wie es ist. Genau. Was macht man damit mit der Schlange, wenn man die hat? Sie sind eigentlich sehr gestresst vom Mensch schon. Also zur Zeit. Haben Angst vor Menschen eigentlich? Nein, sie hat keine Angst. Ach so. Sie machen so einen Ausdruck im Gesicht. Oh Gott, schon wieder diese Touristen. Ah, nee. Aber du hattest doch jetzt gefragt, warum, wenn man die jetzt gefangen hat, ja, ne? Kann man die essen? Das war doch deine Frage, ne? Ja, ja. Manfred, ne? Nee, muss sie lassen. Das ist Gesetz. Aber ist doch Fleisch, oder? Aber der ist doch nicht. Ja. Ja, aber wer Rattenpottel, ich kann auch so eine Schlange. Ja, die stürzen sich auch. Es ist deshalb, ja, die Schlange nicht getötet. Geschützt. Ja, es ist geschützt. Ja, also wenn man sich schon mal auf die Schlange offiziell wird sie nicht getötet. Ja, genau. Wenn es keiner sieht, sieht es auch nicht. Aber ich glaube, im Urwald essen auch Schlangenfleisch. Wird das so einfach. Habe schon von Kassel gegessen, aber und wie war's? Lecker, wie Fisch. Wollte ich gerade sagen, wird doch alles gegessen. Ja. Mhm. Guck mal, da ist ein Krokodil. Mhm. Das ist ein Krokodil. Lecker. Das sag ich euch. Und unten steht irgendwas mit Weichein. Ja. Wie heißt er Marilyn auf Deutsch? Diese Spiele. Diese Spiele. Hüpfekästchen. Hüpfekästchen.